Servusle, meine Lieben, schön, dass ihr reinschaut. Unsere Daily Dosis Ark mit dem Voucher und mit dem Alderle im Aberration DLC. Ihr seht schon da vorne den Tumult, den will ich heute mal anfangen, so ein ganz kleines bisschen aufzulösen. Ich zeige euch mal, was ich vorhab. Wir werden nämlich heute die ganzen Ziegen, die habe ich hier mal zusammengerottet, unsere kleinen Scheinhorns inklusive Pupsi als Hebamme, die werden jetzt heute umgelagert, wenn es klappt. Wohlgemerkt, wenn es klappt. Ich plane ja meistens mehr, als es dann nachher in der Folge sein wird. Wir haben mittlerweile 2, 4, 6 Scheinhorns. Zwei davon sind die Zwillinge mit den blauen Hörnchen, die habe ich jetzt erstmal Cute und Ness genannt, Cuteness zusammen und Pupsi als Hebamme. Die sollen natürlich hier oben hin, wie ich es schon mal angekündigt hatte. Auch die Käfer müssen wir irgendwann unterbringen, ne? Also zu tun haben wir echt genug und zwar hier oben. Hier oben bauen wir heute weiter, in der Hoffnung, dass uns nichts da in die Quere kommt und dass wir einigermaßen weit kommen. Es wird wahrscheinlich zweistöckig werden, muss ich mir aber erstmal anschauen, wenn der erste Stock soweit zugezimmert ist. Aber sobald der zu ist, können wir die Scheinhorns schon mal da hochschleifen. Dann eine Krabbe oben drauf als kleinen Schutz und gut ist die Geschichte, verstehst du? Und falls es uns reicht, machen wir heute noch einen kleinen Umlandsausflug in die Richtung. Ihr seht schon, den Fahrstuhl habe ich tatsächlich mal bis davor gebaut, das kann ich euch aber auch noch ganz kurz zeigen. Ist jetzt kein Let's Show oder so irgendwas. Ich habe einfach nur den Fahrstuhl versetzt, wie ich es schon angekündigt hatte. Weil, Moment, das muss weg. Ich würde gerne kurz hochfahren einmal. So, hier oben, Leute, hier oben ist eine Zipline. Und diese Zipline geht auf eine Plattform. Von der aus geht es dann tatsächlich irgendwie über einen etwas weiteren Weg. Bis fast rüber an den Eingang zum grünen Biom. Und ich würde gerne hier oben, ihr seht schon, ich habe sehr viele Elemente gesetzt. Hier oben unter der Zipline ist ein kleiner Vorsprung, den wir uns auch noch zu eigen machen. Da können wir dann mit dem Fahrstuhl hinfahren. Ich muss es nur abmessen. Hier hören jetzt leider die Fahrstuhlelemente auf. Ne, also hier über der Grotte möchte ich dann die Raptorzucht haben später. Da machen wir natürlich auch mit Soundfundamenten wunderschön zu. Vielleicht auch eine Klippenplattform noch vorne dran, damit es dann ein eigener Zuchtbereich ist. Bist du das Balbdog? Machst du für einen Lärm? So, dann haben wir hier oben tatsächlich auch nochmal was und vielleicht schaffen wir es sogar noch ganz oben die Plattform irgendwann zu bebauen. Allerdings will ich jetzt auch nicht zu viel vorplanen. Wir haben ja auch nur bedingt Zeit. Jetzt könnte man eigentlich nochmal den Test machen. Yes! Yesle! Yesle! Oh, weiter rum, weiter rum, weiter rum. Runter und... Naja, so langsam wird's, ne? So langsam wird's, Leute. Fahrstuhl fährt noch, sind wir schon außen rum. Also runter geht leicht, hoch ist es etwas komplizierter. Aber schauen wir mal, ob wir uns da irgendwas integrieren oben. 5 Fahrstuhlelemente sind noch da. Falls es uns zeitlich reicht, können wir da auch noch ein bisschen was machen heute. So, jetzt brauche ich die Hilde wieder. Unsere liebe Hilde, die ist hier. Ich hoffe, wir haben soweit alles drüben. Wir holen nochmal ganz kurz Wasser am Fluss, beziehungsweise an unserem See. Ich schaue heute auch nicht großartig rein. So, und morgen, beziehungsweise Sonntag, kommt irgendwann die Runde... Die erste Runde, der erste Versuch tatsächlich, uns ein Rock-Track-Ei zu holen. Da kann ich jetzt aber noch nicht wirklich sagen, wie wir es machen. Es gibt zwei Möglichkeiten, die ich probieren will. Einmal die Möglichkeit ohne Tiere, Kamikaze-mäßig, und einmal die Möglichkeit mit 2 starken Tieren. Die Tiere sind aber noch nicht so weit, ja. Also es kann gut sein, falls ich es nicht schaffe auf morgen, weil es gibt bestimmt eine Doppelrunde, die Exploration-Reise darunter, dass wir die Kamikaze-Aktion vorziehen. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Wir werden aber auf jeden Fall innerhalb dieser Staffel beides machen, ne? So, meine Lieben, hier haben wir schon mal irgendwann vor längerer Zeit die Zaunfundamente gesetzt, hier außen rum. Ich habe auch nochmal hin und her getestet und habe tatsächlich gemerkt, dass ich ein Zaunfundament falsch rumgesetzt habe. Dieses hier sitzt anders wie dieses. Man sieht es aber fast nicht. Ich lasse es aber extra mal falsch drin, weil ich sehr, sehr lange gebraucht habe, bis ich kapiert habe, wo mein Fehler war. Das zeige ich euch, das nehmen wir jetzt in Kauf, falls der ein oder andere mal an so einer Stelle hängt. Jetzt pass auf. Die Zaungeschichten sind die ersten, die dran müssen. Das holen wir uns jetzt mal ran. Hier ist das Schränkle. Hier wird auch der Eingang hinkommen, wenn alles klappt. Schauen wir uns heute mal an. Ich nehme schon mal die Hälfte raus. Kann ich eigentlich alle rausnehmen? Bin ich dann zu schwer? Moment. Auf Du. Gewicht. Nee, ich kann die alle nehmen. Dann setzen wir die jetzt auch mal alle. Lali. Jetzt pass auf, Leute. Jetzt muss ich mal gucken, die Modellgun, ob die da funktioniert beim Zaun. Ich habe nämlich auch die Guns ein bisschen nachgebaut. M ist, glaube ich, die Modellgun. Das ist die Transparency Gun. Die brauchen wir dann für die Scheiben später. Jetzt pass auf. Wir machen mal die Armbrust hier rein. Wir machen mal die Knarre hier rein. Ich setze die Modellgun hier. Und die setze ich hier und unsere Zaunfundamente auf die 4. Damit es sich auch auf 4 reicht. Jetzt pass auf. Hier kommen auf jeden Fall Zaunelemente hin. Jetzt mache ich mal, soweit ich komme. Zur Not müssen wir es ja gleich von Hand umsetzen. So, und da hinten mache ich es aber ganz bewusst falsch, damit wir jetzt nachher zusammen sehen, wo ab und zu mal bei einem Denkfehler man ansetzen kann, um, sage ich mal, solche Sachen aufzudecken. Ich habe jedenfalls sehr lange gebraucht und ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der auch froh drum ist, wenn er es weiß. Jetzt passen wir auf.
Hier kommt auf jeden Fall noch ein Zaun-Dings hin. Habe ich das zufällig da? Hier ist eins. Das müssen wir hier noch anhitschen. Und zwar, damit es nachher mit der Tür passt und dass die einigermaßen gleich ist. Das war ein bisschen tricky hier an der Stelle. Es muss auf der Höhe sein wie dieses Dings hier. Wenn ich es so setze, ist es zu weit oben. Dann wird es nachher nicht schön. Also, aufheben. Jetzt habe ich aber den Ansatzpunkt, den ich gesucht habe. Moment. Hier, es muss praktisch... Kann man hier runterfliegen? Ne, erstmal nicht, ne? So, ein Stückle musste noch zurück. Ein bisschen hoch. Das muss genau auf der Höhe sein wie dieses Fundament. Ja, da muss... Jetzt könnte es hinkommen, ne? Ne, ein Stückle noch runter. Ungefähr so würde ich sagen. Setze ich es mal hin, ich guck mal. Ja, jetzt ist es etwa gleich. Hier wird dann später die Tür hinkommen. Die habe ich, glaube ich, sogar in meinem Viechle drin. Aber da war es... Ne, habe ich nicht. Habe ich die dann schon eingelagert? Hier müssen wir nämlich auch erstmal noch ein Zaunstück hinmachen. Da kommt später auf jeden Fall noch ein Treppenelement hin. Das geht sonst nicht anders. Das habe ich schon mal probiert gehabt in einem Ansatz. Jetzt pass auf. Ne, die sind dann noch drüben drin. Müssen wir nochmal rüberreiten gleich. Ist aber kein Problem. Ich will jetzt die Gun mal probieren, ob die hier funktioniert an den Zaunelementen. Pass auf. Modellgun war auf der 3 gelegen. Ne, da geht sie nicht. Also die muss ich von Hand umsetzen. Ist aber kein Problem. Ist gleich passiert normalerweise. Denn ich möchte die tatsächlich als halbe Elemente hier haben. Von der Optik her, ne? Oben wird es dann auch nochmal ein halbes Element geben, dass wir wieder auf 1 rauskommen. Und das werden wir dann schön machen, so wie es jetzt hier angezeigt ist, mit Luftschlitzen praktisch. Aber nicht unten, dass es nicht zieht für die kleinen Ziegen. Naja, wir können ja so tun, als ob es tatsächlich so wäre, weißt du? So, das lassen wir jetzt hier auch auf Half. Man darf es nicht mit L sprechen, gell? Half heißt es eigentlich. Half. Ich weiß noch, ich erinnere mich an die Schule. Da habe ich es auch mal mit L gesagt und habe immer einen Anmutzer gekriegt, gell? Was ja richtig ist, ne? Man soll es ja dann auch richtig lernen. So, dann haben wir die Geschichte schon mal so. So möchte ich das auch haben. Jetzt geht es weiter mit den... Weißt du was, Watcher, bau das mal weg hier. Jetzt spreche ich schon wieder in der dritten Person von mir. Deswegen habe ich eigentlich den Alderle erfunden, damit ich mit irgendjemand sprechen kann hier drin, verstehst du? Wie mit den Schämbus. So, das hauen wir jetzt weg. Wir brauchen als nächstes die Scheiben, aber ich glaube, für die sind wir zu schwer, oder? Nee, sind wir nicht. Dann würde ich sagen, Scheiben raus. Da freue ich mich jetzt gleich aufs Einstellen. Ich habe es nämlich tatsächlich noch nicht gesehen, wie es dann fertig aussehen wird. Bin ich mal gespannt, ob das halbwegs so wird, wie ich es haben will. So, hier kommen Doppelscheiben hin. Ist natürlich jetzt auch, deswegen haben wir so spät angefangen zu bauen. Ich muss ja die Mats alle ranschleifen. Ist gar nicht so billig, weil wir unheimlich viel Kristall dafür gebraucht haben. Und hier unten habe ich ja nur die blauen. Und da droppen die weißen eigentlich eher so, naja, die droppen halt mit, weißt du. Da war ich dann ein paar Mal oben, habe ein bisschen schneller dann die weißen Elemente gefarmt. Die Kristalle, die man braucht für die Glassachen. So, hier und hier und hier und hier. Und da hinten müssten wir jetzt schon den... Ah, guck mal, hier ist auch schon falsch, glaube ich. Oder? Ja, jetzt schauen wir mal. Ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, dass entweder beide hier falsch sind. Jetzt sieht es momentan alles falsch aus. Nicht, dass ich alles nochmal abbauen muss, das wäre ganz übel. Deswegen machen wir jetzt hier mal ein bisschen Speed rein. Schwupp. So. Auf die Höhe soll es tatsächlich kommen. Dann fehlt wieder ein Stück Zaun und die Säulen. Zaun und Säulen. Mit was fangen wir an? Ich würde sagen mit den Säulen. Dann haben wir schon mal was fürs Auge. Falls uns die Zeit wieder davon läuft, was ja nicht das erste Mal wäre. Moment. Die Säulen sollen hier auf die 4. Ich hoffe, sind... Na, die Säulen sind zu schwer. Die Säulen sind zu schwer. Dann machen wir mal die Hälfte wieder rein und die Hälfte wieder zurück. Und jetzt? Immer noch zu schwer. Das ist natürlich bescheuert. Dann machen wir es so. Jetzt habe ich sie alle ausgelagert. Ne, pass mal auf. Wir machen mal noch 4 so rüber. Wie sieht es mit dem Gewicht aus? Jetzt müsste es eigentlich gehen. Ja, dann hätte ich es gleich aufteilen können, glaube ich. Egal, probier mal unser Glück. Dürfte jetzt hinhauen. So, hier kommt auf jeden Fall eine Säule hin und hier neben dran eine, damit es schon mal dicht ist. Das lässt sich auch nicht anders bewerkstelligen in dieser einfachen Bauweise. Die Klippenplattform drüben über dem See, die wird wahrscheinlich etwas komplexer. Da nehmen wir uns halt die Zeit, die wir brauchen, ne? Und hier für die Scheinhorns können wir ein kleines, rustikales Gehege basteln. Da kommt auch ein Steinelement hin als Decke für die... Ich will es zweistöckig probieren, ne? So Leute, dann hat es jetzt schon mal eine gewisse Form. Hier ist übrigens eine Scheibe drin, ne? Das hat man, kann man mit diesem Tool hier einstellen. Das zeige ich euch gleich. Jetzt brauchen wir als nächstes wieder den Zaun.
Lali, la, lümle. So, meine, ich freue mich total. Also hier macht es echt Spaß, ob du baust, ob du zähmst, egal was man hier macht, ist einfach schön. So, wir brauchen wieder die Geschichte hier auf die 4. Und den lasse ich oben auch tatsächlich so, wie er jetzt gleich ist. Einfach vom Design her. So, und das snappt auch wunderschön zusammen hier. Jawohl, passt. Bin ich zufrieden damit. So, dann ist es auch hoch genug. Und ich weiß noch nicht so hundertprozentig. Nein! Scheiße. Scheiße, den kriege ich wahrscheinlich nicht mehr runter, oder? Doch, doch, ich kriege nochmal runter. Wuh. Gerade mit den teuren Sachen müsste ich normalerweise ein bisschen sachter rangehen hier. Weil ich habe auch schon ganz viel verschossen. Ist jetzt nicht so, dass das hier das einzigste Material ist, das ich farmen musste. Nee, nee, hier stimmt es noch. Hier stimmt, glaube ich, noch alles. Und der müsste falsch gewesen sein hier hinten. Schauen wir einfach mal. So, das ist jetzt der untere Bereich. Hier wird dann auch irgendwann dieses Hitch aufgestellt. Hier kommt wahrscheinlich noch eine Mittelsäule hin als Trägersäule für den zweiten Stock. Dann können wir hier brüten. Und entsprechend die Bruttiere bleiben unten und oben kommt die Ausschussware rein, weißt du? Das war mal, die brauchen wir ja nicht weggeben oder so. Die hauen wir dann oben rein ganz gemütlich, pup sie hoch, damit sie schön ihre Aura verteilt. Jetzt pass auf, jetzt kommt's, jetzt wird's nämlich knifflig. Jetzt brauchen wir als nächstes die Schrägen hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es hinhaut, weil die snappen nämlich, wie sie Bock haben. So, jetzt muss ich, glaube ich, hier wieder mit Q arbeiten. Ja, so will ich es haben. Und zwar, ich zeige es euch auch gleich, warum ich es nicht ganz hoch mache. So, jetzt haben wir nämlich den Effekt, dass die Säulen nicht einfach oben rausragen, sondern durch dieses Zaunding ein bisschen miteinander verbunden sind. Und ich finde es halt viel schöner. So, jetzt machen wir hier eins hin und jetzt seht ihr auch gleich, dass sich das halt überlappen wird. Das lässt sich hier leider auch nicht anders machen. Hier überlappt es jetzt, ne? Es sieht aber gar nicht schlecht aus, weil es später gleichmäßig überlappt. Aber wir haben noch die Transparenzmöglichkeit und die probieren wir jetzt gleich. Dass wir das wir können es so überlappen lassen oder, und jetzt kommt's, da müssen wir halt überlegen, was uns besser gefällt. Wir nehmen die Transparenz-Gun, klicken mit rechts hier drauf. Ne, Setting Safe mit links muss ich klicken. Moment mal. Ne, die Modellgun brauche ich erst. Die Transparenzgun ist ja dann nachher für die Transparenz halt einzustellen von den Scheiben. Wir klicken hier links drauf mit der Modellgun, die bei S Plus dabei war, sowie halt auch die Elemente. Jetzt pass auf. Wir brauchen auf jeden Fall drei. Entweder 3A, 3B oder 3C. Oder 3D. 3D brauchen wir jetzt hier in dem Fall. Hier brauchen wir 3D. Und hier brauchen wir, glaube ich, dann die 3C. Siehst du? Und jetzt ist dieses Überschneiden so weit reduziert, dass es nur noch auf dem Eck vom Eisen halt läuft. Je schöner man setzt natürlich, wenn du das Millimeter genau nachher erwischst, sieht es noch besser aus. So, aber somit kann ich auf jeden Fall leben. So sieht es für mich sogar richtig schön aus. Wir können sogar jetzt hergehen und sagen, hier haben wir auch nochmal. Dann muss ich aber komplett umstellen, gell? Probier mal einfach, Leute. Dafür sind wir doch im Spiel, dass wir es probieren können. Das heißt, ich müsste jetzt hier ein Zweier-Modul draus machen, entweder naja, 2b und hier müssten wir dann die 3D-Geschichte von gerade eben machen und dann verbindet sich es komplett miteinander. Ne? Hier haben wir dann wieder die 2, welches war es denn jetzt? 2b, glaube ich. 2b und hier war es dann wieder die 3c. Nur mal so als Beispiel, also man kann es jetzt hier so komplett verglast rummachen, wir können aber auch sagen, nee, das gefällt uns nicht, wir wollen hier schon das Modell mit 3 haben. Das wäre dann so. Und hier wäre es dann, glaube ich, die 3D nochmal gewesen. Also entweder mit Steg, ohne Steg, großlappig, wie man Bock hat. Das kann man halt dann einstellen. Das muss ich mir im Nachgang dann anschauen. Das kann ich jetzt noch nicht mal sagen. Wenn der zweite Stock drauf ist, weiß ich das, ne? So. Jetzt wäre es interessant zu wissen, ob das hier auch nochmal mit Q übersnappt. Q, Q, Q. Ja, hier will es jetzt gerade nicht. Hier will es aber. Und wenn es hier will, dann will es nebendran normalerweise auch. Schauen wir mal. Jawohl, das mache ich jetzt einfach mal ringsrum fertig, dass wir das schon mal da haben. Heute machen wir so ein ganz kleines bisschen, dass wir halt wirklich die Scheinhorns umziehen können, dass ein bisschen leerer wird auf der Ebene oben. Da blickst es ja bald nicht mehr, ne? So Leute, kleine Baurunde habe ich gedacht heute zum Einstieg ins Wochenende, Freitagsrunde mit Bauen, weil es geht am Wochenende mit Sicherheit. Hier geht's los, Leute, seht ihr? Hier snappen die nach außen. Und da habe ich hin und her überlegt und habe nicht mehr gewusst, an was das gelegen hat. Die drei
sind komplett falsch. Dann habe ich oben den Zaun umgebaut, dann habe ich die Scheiben andersrum hingesetzt, dann den Zaun. Am Ende hat es am Zaunfundament gelegen, dass das nicht geklappt hat. Ich dachte, ich lasse das mal drin, damit es jemand sieht, falls ihr da auch mal irgendwann hängt. Das kann bis zum letzten Bauteil runtergehen tatsächlich, ne? Jetzt pass auf, dann nehme ich diese Demolition Gun. Wer mit 3, mit S Plus arbeitet, kennt die natürlich. Hat sie vor mir schon gekannt. Jetzt muss ich das hier alles wieder wegbauen. Und zwar komplett alles. Tatsächlich, auch hier haben wir ja gerade gesehen, ist falsch. Jetzt bauen wir natürlich erstmal eins auf dann ordentlich, um zu gucken. Auch das muss ich wegbauen. Ich habe es im Vorfeld schon probiert, deswegen bin ich so zielstrebig. Ich habe alle einzelnen Elemente einmal umgedreht, um zu gucken, an was es tatsächlich liegt. Ne? Es liegt an diesen Dingern hier. Wer ist nochmal geschwind ein Schluck? Ein Stück? Ein Schluck. Aufheben! Und ja, so eine reine Baurunde muss ab und zu mal sein, Leute. Ist halt doch 30 Minuten, wo wir weiterkommen, weißt du? Und die Basis wird groß. Die wird groß. Die ganzen Locations, die ich schon im Kopf habe für diese Basis. Jetzt werden wir langsam schwer. Jetzt, was ich hier halt nicht mehr weiß, ist, wie rum ich sie angebaut hatte. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube aber, ich habe sie... Wenn ich das noch wüsste. Alter, wenn du noch reden könntest, du könntest mir sagen bestimmt. So, jetzt müssen wir die natürlich wieder setzen. Und im besten Fall, ich glaube, dass ich so gehabt habe. Ich glaube, dass ich so gehabt habe, Leute. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, wie gesagt. Auf jeden Fall habe ich sie hier mittig angezeichnet. So. Und dann konnte ich dieses hier auch ransnappen. Beziehungsweise wir testen erstmal ein Stück Zaun. Ja, der Zaun muss nach innen gehen. Bei dieser Bauweise, die ich hier gewählt habe. Ne? Muss er nach innen gehen, sonst snappen die Dächer nach außen. Wäre aber auch eine Möglichkeit, da was zu machen mit. Aber ich habe es jetzt halt mal so angefangen. Deswegen machen wir es auch so fertig. So, hier kann ich jetzt wieder mit Q arbeiten. Dann kann ich normalerweise dann später den Zaun setzen. So, also ich habe die offensichtlich von der Seite hingesetzt, ja? Wisst ihr, was ich meine? Und durch das, dass ich mich so rumdrehe, passt jetzt gleich wieder alles. Werdet ihr das sehen? So, ein Stückle raus. Ungefähr auf die Mitte. So, dann mit der 4 hier einmal angesnappt, mit Q wieder rumgedreht. So langsam lerne ich es aber auch, ne? Aber das sind alles ganz viele Tipps, die von eurer Seite kamen, Leute, die mir hier das Leben jetzt schon mal erleichtern. Also da nochmal herzlichen Dank an der Stelle. Nicht nur fürs Zuschauen und für den Spaß an den Folgen, sondern auch fürs Mitmachen und im rechten Moment ein bisschen einschreiten. Jetzt habe ich irgendwie einen... Was ist jetzt los? Ah ja, hier muss ich den Snappoint erstmal erwischen. Hier ist er, zack, mit Q rüber. Jetzt haben wir die Dinger nachgesetzt und jetzt flutscht es gleich wieder, werdet ihr sehen. Und jetzt passt es nämlich dann auch. Jetzt ist der Zaun nach innen gewölbt. Und da drüben noch ein Element hin. Zwupp. Und normal kann man sich das alles unten auf die Leiste legen, aber ich weiß also immer nicht im Vorfeld, was ich wann wie mache. Deswegen switche ich hier so oft im Menü rum. So, die Scheiben wieder nach außen zeigend hingesetzt. Zack, zack. Dürfte jetzt auch aufgehen, wenn ich mich nicht versetze. Das wäre jetzt das erste Mal, dass ich wegen einem Teil dann fortgehe. So Leute, und jetzt brauche ich hier nochmal den restlichen Zaun für oben, den wir auch so lassen wollen. Dann muss ich es unten noch auf Halbmauer stellen und dann sind wir auch schon so weit. Zaun, 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 Zaun. Da wirst du schauen, hier kommt Zaun. So, die Geschichte haben wir. Jetzt muss ich das nochmal auf Halbmauer setzen. Gefällt mir halt besser, wenn unten so eine Halbmauer ist. Aufheben, nee, Switch und Switch. Und ich dachte mir heute mal ohne Speed-Up, ne? Dass man es einfach auch mal sieht. Weil so ein ganz kleines bisschen habe ich ja hier schon rumgetestet. Deswegen läuft es auch etwas von der Hand. Also es ist nicht so, dass ich hier der Könner bin. Will ich auch gar nicht behaupten, wisst ihr ja. Aber ich habe es im Vorfeld schon ein bisschen angetestet, dass wir einiges hier reinkriegen heute. So Leute, jetzt ist es schon mal so. Die Scheiben können wir natürlich so einstellen. Wir können sie viereckig lassen mit dem Kreuzelement, wie wir Bock haben. Das ist uns überlassen. Jetzt gehen wir aber erstmal hier gucken, dass wir das zukriegen, ob ich auch wirklich keinen Scheiß erzählt habe. Entschuldigung für den Scheiß gerade. So, jetzt pass auf, jetzt bin ich gespannt. Jetzt sind sie nach innen schon mal und jetzt kann ich sie nämlich normalerweise auch mit Q wunderschön an das Ding angleichen, wie ich sie haben will. Normalerweise. Ja, da ist es, Leute. Es hat funktioniert. Das Umdrehen hat sich gelohnt. Ich habe es extra drin gelassen, ne? Sonst hätte ich es im Vorfeld schon umswitchen können. Aber es ist ja nicht jeder automatisch auch ein Arc-Profi. Der ein oder andere schaut zu und hat dann doch nochmal einen Ansatz für sich. So, Leute. Jetzt wird es nämlich kompliziert. Wir können keine nächste Schrägelemente-Geschichte mehr hier dran setzen. Und wir wollen ja auch einen zweiten Stock. Und da das etwas rustikaler ist mit den Säulen, habe ich auch ganz normale Steinböden vorbereitet. Oder Steindecken in dem Fall. Jetzt räumen wir aber als erstes mal wieder weg. Wenn noch irgendwas hier ist, was rein kann, das kann rüber. Ja, ich dachte, dass ich die vorbereitet habe. Die habe ich wohl offensichtlich noch drüben drin. Es sei denn, er hat sie hier. Nee, dann gehen wir kurz rüber und holen die Sachen. Wir sind nämlich zeitlich recht gut. Ich habe gedacht, es dauert länger.
Dann sehen wir auch gleich mal, ob wir reinkommen. Eine Tür wollte ich noch mitnehmen, das können wir auch noch gleich machen. Wunderbärle. So, Leute. Ich bin mir nicht sicher mit den Tieren für die Aktion mit dem Ei. Kann sein, dass wir erstmal die Kamikaze-Aktion machen. Dann habe ich nämlich schon mal einmal offscreen mehr, meine Tiere noch ein bisschen aufzuleveln. Und ich glaube, die Kamikaze-Aktion wird auch lustig. Schauen wir uns mal an. Entscheiden tue ich es aber tatsächlich erst, wenn ich die Folge für Samstag mache. Ne? So, meine Lieben. Hier sind wir. Wir steigen ab. Wir gucken rein. Balbdor können wir auch gleich mal wechseln. Jetzt pass auf. Jetzt muss ich nämlich genau gucken. Das hier ist auf jeden Fall der Doppelframe-Rahmen. Den brauchen wir drüben. Und haben wir auch eine Tür? Habe ich eine Tür hier drin noch? Nee, habe ich die vorbereitet? Kommt jetzt ganz drauf an. Auch nicht, dann machen wir das noch ganz kurz zusammen. Und zwar brauche ich eine Glastür, eine Double-Frame-Switch-Tür. Wir ziehen uns die Materialien, bauen die. Die brauchen wir. Dann hätte ich gerne noch zwei Treppenelemente gehabt. Das ist was anderes. Das hier ist es, ne? Ramp. Ich hätte gerne zwei Ramps. Dos Rampos. Dann haben wir die Geschichte. Da brauchen wir noch Zaun, der war, glaube ich, noch drüben. Haben wir noch Zaun drüben gehabt? Jetzt habe ich es rausgeräumt, ich bin mir nicht mehr so sicher. So, das brauchen wir für die Tür. Zack, 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 zack. Ich nehme mal noch zwei Zaunelemente mit, wenn wir schon hier unterwegs sind. Die brauchen wir früher oder später sowieso. Machen wir nochmal zwei Metallteile. Zaun, würde ich sagen, zwei Stück. Haben wir die Mats noch? Haben wir. Und alle herstellen. Wegen was bin ich denn noch rüber? Die Tür habe ich. Was? Ah ja, die Steindecken. Siehst du, jetzt hätte ich sie nämlich schon wieder fast vergessen. Holen wir gleich raus. Ich schaue mal nach den Steindecken. Oh, der Balbdor ist ausgegangen. Das war dann das Zweite, was ich noch machen wollte. Erstmal hingeschmissen. Blöd geschmissen. Eigentlich gut geschmissen. Ich brauche einen anderen. Habe ich den richtigen? Ich glaube, ne? Habe ich jetzt den richtigen? Ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall aufgeladen. Das ist gut. So. Emote, Licht, zack. So langsam komme ich rein. Also es wird langsam. Wenn wir mal 100 Folgen zusammen haben, Leute, wird es auf jeden Fall besser laufen noch. Ah, ich bin ganz zufrieden eigentlich. Übrigens habe ich gefunden, als ich spazieren war, diese meisterhafte Sichel, die können wir uns jetzt reparieren. Und irgendein Rezept habe ich noch gefunden. Das finde ich jetzt aber gerade spontan hier drinnen nicht, oder? Pass mal auf. Doch, hier auch beim Spazieren gefunden. Ich glaube, das ist besser als unsere Eisenmaske. Müssen wir uns mal angucken, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Jetzt pass auf. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz durchschauen. Habe ich alles? Ich habe die Tür. Ich habe die Treppen zur Tür. Ich habe zwei Zaunelemente, die ich da vorne brauche. Die Geschichte habe ich auch. Balbdor haben wir aufgeladen und die Steinelemente. Und dann haben wir es. Dann gehen wir nochmal rüber. Schabübel. Hier sind sie. Alles klar. Auf die Hilde. Fertig. Los. Alles klar. Dann schaffen wir das heute zumindest mal so. Natürlich, ein Rocktrack kommt immer noch rein. Wenn hier mal ein Rocktrack runterkommt. Guck mal, wie es jetzt schon geil aussieht da oben, das Gebäude. Schön. Ein Rocktrack kommt halt noch rein. Das müssen wir halt irgendwann dicht machen. Jetzt pass auf, die Tür. Bei der Tür haben wir ja vorhin dieses Element hier gesetzt. Und da ist es dann tatsächlich so, wenn wir die Tür jetzt setzen, dann backt die in dem Stein drin. Und ihr kennt mich ja. Deswegen setzen wir jetzt hier so ein Zaunelement. Switchen es nochmal um. Und jetzt hoffe ich, dass das klappt. Das ist falsch. Wo ist denn? Habe ich die jetzt nicht dabei? Doch, hier sind sie doch. Hier ist ein Treppenelement. Und hier draußen hätte ich gerne noch eins. Bitte snap dran, Alterle. Snap dran! Ja, es snappt dran, Leute. Coole Geschichte. Und aufheben, nee, nicht aufheben, switch to stair. Und da müssen wir natürlich gucken. Das muss hier noch schön gemacht werden mit einem kleinen Vorbereich, wo wir dann unseren Ravager abstellen können. Und dann ist gut, dann bin ich zufrieden. Jedenfalls haben wir jetzt hier schon mal einen Eingang. Jetzt fehlt natürlich noch die Geschichte hier. Kann man das anders setzen noch? Weiß nicht, so ist es eigentlich angezeichnet gewesen, dann lassen wir es so. Dann kommt hier die Tür rein. Jetzt brauche ich natürlich nochmal eine Mauer, beziehungsweise zwei. Eins, zwei, sind es die großen Dreier? Jo, sind die Dreier. Ah, herrlich, das wird schön, nur für die Steinhorns. Und da wisst ihr ungefähr, was dann kommt, wenn wir die Boa machen und so unter Wasser Zeugs, ne? Also es wird von der Größenordnung natürlich immer an die Tiere auch angepasst. Ja, aber das gefällt mir jetzt zwar nicht mehr ganz so gut hier, weil die Tür so eingeengt ist. Aber sie geht noch. Sie geht noch, Leute, ne? Jetzt können wir hier nochmal ein Fensterelement hinsetzen, wenn wir noch eins haben. Habe ich wahrscheinlich alles schon wieder weggeräumt. Ich bin immer so ein Saubermann beim Wegräumen. Aber nur in den Folgen, sonst suche ich immer alles, ne? So, nehmen wir das noch kurz rüber. Wir gehen kurz hinein in unser Inventar. Schalali und schalala. So. Da oben fehlt jetzt nochmal ein Zaun. Das war mir fast klar. Haben wir noch einen Zaun? Komme ich hier nicht raus? Oh, der Alterle hängt hier fest. Das ist aber überhaupt nicht gut. Aufheben.
Oh, da muss ich gucken, an was das liegt. Da muss ich ja gucken, an was das liegt, Leute. Ich habe keinen Zaun. Doch, ein Zaun wäre noch da. Ey, wieso geht denn das jetzt nicht? Und schon einmal wieder was drin, was nicht reinkört. Hey, ich komme hier. Als ob er an den Flügeln hängt. Das ist eine komische Geschichte. Normalerweise komme ich sogar mit dem Ravager durch die Türen durch. Nee, geht nicht. Also da muss ich tatsächlich nochmal Hand anlegen. Da müssen wir noch eine Feinjustierung hinmachen. Zur Not kommt ein kleines Tor rein. Und dann kommt halt ein kleines Dino-Tor rein. Die Wall nehme ich jetzt wieder mit. Und die Tür bauen wir auch wieder ab. Aufheben. Also das schaue ich mir nochmal an. So lange bleibt es erstmal so. Ne? Alles klar. Die Geschichte haben wir, die Geschichte haben wir. Jetzt pass auf, Leute. Jetzt kommt die Decke rein. Und da können wir aber leider nur ein Element setzen. Da muss ich nämlich erst nochmal von der Mitte aus ein Fundament schaffen. So, ihr könnt ja auch mal eure Meinung dazu sagen, so zu reinen Baufolgen, wo man dann auch nicht mit Speed abschaffen oder sowas. Natürlich machen wir das bei interessanten Sachen, würde ich sagen, nicht irgendwie bei Fundamenten legen oder sowas. Aber ich glaube, da sind wir uns eh einig, ne? Habe ich die Demolition Gun? Die habe ich auf der 3, die muss ich nämlich jetzt ansetzen, habe ich schon wieder verbaut. Zack, Demolition Gun weg, mit der 4 wieder hin. Fangen wir da hinten an, das hieß es doch besser. So. Ja, wenn man natürlich dann irgendwann in die Routine reinkommt, will man schneller machen, siehst du, dann passiert genau das. Aber lässt sich ja alles wieder richten. So, jetzt ist es richtig. Genau. Und dann hier nochmal. Und dann hier nochmal. So, und die snappen auch ineinander ein. Das sieht aber auch gar nicht schlecht aus, wenn das nachher zu ist, glaube ich. So, hier muss noch eins hin. Sehr schön. So, und hier oben will ich den zweiten Stock drauf. Das Problem, das ich jetzt habe, ist, ich kann hier nichts mehr setzen, weil jetzt fehlt ihm Fundament und das will ich von der Mitte aus hier mit einer Mittelsäule unterstützend machen. Dann wird es hin, das können wir ja spaßhalber schon mal anzeichnen. Ich habe es noch nicht probiert, ist also nicht die finale Version, die wir jetzt machen, aber probieren können wir es zusammen geschwind. So, pass auf, dann nehmen wir mal hier die Säule raus. Jetzt ist die Frage natürlich, müsste ich die jetzt, kann ich die einfach so setzen? Kommen wir da gleich auf gleich raus oder ist es blöd? Ich setze jetzt einfach mal um, ah nee, warte mal, ich muss die... Ah, das ist bescheuert. Warte mal, wegen dem Anzeichnen. Sonst komme ich jetzt in den Versatz rein und das wollen wir ja auch nicht unbedingt. Die Dreier brauche ich komplett. Die setze ich jetzt mal hier auf die Dreier Demolition Gun. Pass mal auf. Wir können ja mal den Mittelsteg einfach so anzeichnen, dass wir mal hintere kommen, überhaupt an die Mitte. So. Kriegen wir das nochmal hin? Oh, wieso verzieht sich denn das? Das sieht ja richtig cool aus. Guck mal. Die versetzen sich jetzt über die Schräge. Das ist natürlich auch total gut. Das ist natürlich auch total gut, dass die da so mitmachen. Das müsste doch jetzt eigentlich Snap-Point technisch. Es war mir klar, dass die nicht genau in die Mitte reinzielt. Das war mir fast klar. Kurz die mal mitnehmen. Weil ich will halt schon schauen, dass wir gleich kommen. Müssen wir mal gucken. Jetzt machen wir die Demolition Gun nochmal hin. Ja, jetzt sind wir auch schon... Die Folgen gehen rum wie nix, Alter. Da haben wir was angefangen. So. Die Säulen... Die Säulen will ich alle wieder haben. Step. Step. Die brauche ich auch. Die brauche ich auch nochmal. Und die auch. Und die zwei natürlich auch nochmal hier weg. Jetzt habe ich die hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir mit der 4... Machen wir die Gun weg. Wo kommen wir denn da raus, wenn ich das so mache? Ist mittig, ne? Ist mittig. Oh, nee, oder... Also, komm, dann machen wir das jetzt hier auch noch gleich fertig. Dann ist es halt nicht da in der Mitte, sondern hier in der Mitte. Ja, es ist halt nicht ideal in der Mitte. Nein, was machst denn du? Scheiße! Das habe ich jetzt nicht berechnet, dass die Säule da mit weggeht. Das habe ich nicht berechnet, Leute. Wahnsinn. Also gut. Also ihr wisst aber, was ich vorhabe, ne? Das werden wir hier irgendwie schön hinzwirbeln. Natürlich, so wie es jetzt war, hat es mir nicht gefallen, weil es nicht in der Mitte war. Vielleicht mache ich hier aber auch ein rundes Fundament, gibt es ja nicht. Weißt du, dass ich hier vielleicht tatsächlich noch ein Fundament setze, eine Säule ins Fundament rein, dass das schön zu ist, dass man hier nicht mehr sieht, dass es nicht mehr in der Mitte ist. Dann snappe ich es davor und will das hier einmal ringsum zumachen. Ah, alles klar, Leute. Und schon habe ich wieder die Idee. Ich zeige es euch nur mal kurz. Das machen wir dann aber mit der Zeit, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Fertig. Ungefähr hier. Ja. Oder von hier aus gemessen. Ich werde es hier hinklatschen. Weil wir müssen ja auch hochkommen. Dann machen wir hier innen drin einen Leiter-Bereich.
eine Sprossenleiter hoch auf den zweiten Stock und dann ist die Mitte praktisch der Einstieg in die Leiter. Dann passt es. So, jetzt haben wir hier schon einiges geschafft heute. Natürlich 30 Minuten nur gebaut, ist nicht jedermanns Sache. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß damit habt. Ist ja auch ein bisschen dann unser gemeinsamer Scheinhornbereich. Hier kommt auf jeden Fall wahrscheinlich noch ein Tor hin. Ein kleines Tiertor kommt hier hin, dass man da ordentlich rein und raus kann. Schön mit der Leiter, Schrank kommt wieder weg. Dann werden wir den zweiten Stock drauf zwirbeln. Ich werde jetzt die Scheinhorns schon mal schnappen und hier reinlagern, weil hier sind sie bis auf Rockdrakes ja sicher. Und hier habe ich noch keine Rockdrakes gesehen. Wir setzen eine Krabbe oben drauf mit dazu zur Verteidigung. Und dann bauen wir das fertig, sobald wir die Drachengeschichte erledigt haben. So, meine Lieben, dann hoffe ich, dass ihr schön ins Wochenende reingekommen seid. Wir sehen uns morgen wieder entweder zur Kamikaze-Runde oder zum Aufbruch-Adventure-Runde in die Rockdrake-Schlucht zu den Nestern. Eins von beiden werden wir morgen auf jeden Fall angehen, je nachdem, wie weit ich mit den Tieren komme. Ich habe mich gefreut, dass ihr heute wieder dabei wart. Sagt mir gerne mal eure Meinung zu reinen Baurunden in dieser Form heute. Ich probiere mich momentan einfach so ein bisschen an allem durch, was wir so an Möglichkeiten haben. Und eure Meinung ist immer herzlich willkommen, das wisst ihr ja. Dann sage ich jetzt Tschüss. Genau, sage ich jetzt Tschüss und wir sehen uns morgen um 18 Uhr zur altbekannten Uhrzeit wieder zu unserer Daily Dosis. Ich freue mich tierisch auf euch, Leute. Bis morgen. Schönes Wochenende schon mal.